Hallo zu Inside Politics und On the Grid. Heute bin ich in Alpbach in Tirol, weil hier hat es die IKT Cyber Security Konferenz gegeben, inklusive der Cyber Security Challenge. Und mir gegenüber steht Oberst Magister Walter Unger vom österreichischen Bundesheer und erklärt uns kurz, um was es bei dieser Challenge und bei der Konferenz geht. Also die Ursprungsidee der Sicherheitskonferenz ist die Sensibilisierung und die Awareness aller Verantwortlichen im Bereich der Cybersicherheit zu erhöhen. Und dazu bieten wir aktuelle Themen von großartigen Vortragenden an. Das ist das Hauptmotiv. Das zweite Motiv ist, wir versuchen eine Plattform zu bilden für Firmen im Sicherheitsbereich, für Unternehmen, die diese Sicherheitsprodukte brauchen und für die Behörden. Und für die Cyber Security Challenge, das ist ein Schülerwettbewerb, vergleichbar mit einer Mathematik-Olympiade oder einer Latein-Olympiade. In dem Fall geht es um das Lösen kniffliger Aufgaben im Cyberbereich. Im Volksmund sagt man dazu zwar Hackerwettbewerb, in Wahrheit geht es aber um viel mehr. Wir suchen die jungen Talente, die in der Lage sind, Schwachstellen in Computersystemen zu finden, dann auch Lösungen zu finden und schließlich sollen sie auch präsentieren, wie haben sie diese Schwachstellen besser geschützt. Sie haben das Thema Challenge angesprochen. Was ist das? Um was handelt es sich bei diesem, sage ich jetzt mal, salopp Jugendwettbewerb? Ja, 2012 hat es einen 15-jährigen Hauptschüler gegeben, der viele Firmen gehackt hat. Da ist bei uns die Idee gereift, wir haben viele junge Talente. Wir wollen ihnen eine Spielwiese geben, auf denen sie ihre Fähigkeiten erproben können und mit Gleichgesinnten zusammenkommen können. Dann wurde diese Hacker-Challenge ins Leben gerufen, bei der es darum geht, einerseits das eigene System zu überprüfen, zu schauen, ob das in Ordnung ist, andererseits einen Wettbewerb gegen eine andere Person durchzuführen, um bei jenem System Schwachstellen zu finden und dann auch Sicherheitslösungen zu finden. All das muss dann auch präsentiert werden, das wird bewertet und die besten 20 kommen im Finale zur österreichischen Meisterschaft. Das machen wir jetzt seit 7 Jahren. Heuer haben über 500 Schüler und Studenten daran teilgenommen. Wir haben auch eine offene Klasse gehabt für den österreichischen Meister und wir haben eine Kinderklasse gehabt, wo man spielerisch mit solchen Problemen umgehen kann. Auf europäischer Ebene haben wir die Europäische Challenge 2013 initiiert. Im Jahr 2018 hat es das Finale mit insgesamt 19 Ländern gegeben. Also wir haben hier eine Champions League ins Leben gerufen, die wir noch weiter ausbauen möchten. Zielsetzung ist, Talente erkennen, sie zu fördern und dann den einen oder anderen auch mit einem Job an uns zu binden. Und das gelingt immer besser. Also Leute kommen dann zu Behörden oder auch zu Firmen und kriegen entsprechend gute Jobs. Sie haben vorher angesprochen, einerseits der Fachkräftemangel in Österreich und andererseits die IKT-Konferenz ist jetzt zwar durchaus unter militärischer Schirmherrschaft, aber nur 500 von den 2500 Teilnehmern sind tatsächlich Militärs. Wie wichtig ist dieser Austausch zwischen Bundesheer und Privatwirtschaft? Ja, wir haben vor über 10 Jahren die Konferenz geöffnet für österreichische Unternehmen, natürlich auch für alle anderen Behörden. Einfach aus der Erkenntnis, weil nur die Zusammenarbeit innerhalb der einzelnen zuständigen Behörden mit den Firmen uns ermächtigt, die Bedrohungen gut abzuwehren. Nachdem im Cyberbereich keine nationalen Grenzen vorhanden sind, versuchen wir das auch international zu spielen. Also wir haben aus 17 Ländern Teilnehmer hier und vertiefen hier unsere Kontakte und die Zusammenarbeit. Also ganz ein wesentlicher Punkt, das Netzwerken kommt nicht zu kurz. Im Gegenteil, es sind also bei dieser Konferenz schon viele Projekte entstanden und neue Kooperationsfelder aufgemacht worden. Jetzt ist Cyberwarfare eigentlich eine Umschreibung eines schon älteren Begriffes, nämlich elektronische Kriegsführung. Was sind die genauen Herausforderungen, denen sich das Bundesheer stellen muss und wie schauen hier internationale Kooperationen aus? Ja, die Landesverteidigung im Cyberraum ist eine
neue Aufgabe für das österreichische Bundesheer. Es ist sehr schnell hingeschrieben, wenn man sich es genau überlegt, haben sich doch seit Zeiten der elektronischen Kriegsführung einige Dimensionen verschoben. Die Vernetzung der Systeme schreitet voran und wir stellen fest, dass Systeme, die in sich sicher sind, nach einer Vernetzung nicht mehr so sicher sind. Das kommt vor. Hinter der Cyber-War-Fair-Idee steckt, wenn alle Staaten von diesen Infrastrukturen abhängig sind, die Infrastrukturen wieder von der Digitaltechnik abhängig sind, dann könnte man ja da hier mit Hackmitteln attackieren und so einen Staat zu politischen Zugeständnissen zwingen. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, wie kann man da dagegen ankämpfen? Da liegt der Gewinn natürlich in der Prävention, sprich Frühwarnung, Früherkennung von Bedrohungen, entsprechend Konzepte und Maßnahmen ausarbeiten, damit man sich sicher aufstellen kann und vor allem die kritischen Infrastrukturen, aber natürlich auch das Militär in die Lage versetzen, einen Angriff zu überstehen und dann auch anderen Hilfe zu leisten. Abschließend, heuer war auch das Thema Drohnenabwehr ein Themenbereich. Ich habe zuletzt in der Presseaussendung vom Bundeskanzleramt respektive der Polizei Salzburg erfahren, dass 3 Drohnen abgewehrt worden sind rund um das Salzburger Summit. Das heißt, wie sehr ist die Drohnengefahr wirklich ein evidentes Thema? Also Drohnen waren bis vor 20 Jahren ein rein militärisches Thema. Mittlerweile wünscht sich jeder Jugendliche unterm Christbaum einen Drohnenbausatz. Die Dinger kosten nichts mehr, jeder kann das zusammenbasteln und man könnte damit auch viel Unfug anstellen. Da meine ich nicht, dass man über den Zaun des Nachbarn fliegt und schaut, was sich dort abspielt. Das ist lästig, aber nicht gefährlich. Viel gefährlicher ist, wenn Drohnen zum Beispiel in Einflugschneisen eines Flughafens herumfliegen und damit ein großes Risiko für die Flugsicherheit darstellen. Oder wie man auch gesehen hat, im Bereich von großen Veranstaltungen oder wie man es im Bild auch schon gesehen hat, wenn plötzlich eine Drohne bei einer Wahlveranstaltung auftaucht und einen Politiker bedroht. Seitdem das so eine Massenware geworden ist, kümmert man sich natürlich auch darum, wie können wir mit Drohnen sicher leben. Sie werden nicht mehr abgeschafft. Es gibt gesetzliche Grundlagen. Das heißt aber nicht, dass sich alle Leute dran halten. Daher muss man überlegen, wie können wir Drohnen, die wirklich vom Bösen programmiert sind und übles Vorhaben, tatsächlich bekämpfen. Da gibt es von Firmen Ansätze, da gibt es militärische Überlegungen. Und einer der Schwerpunkte der Konferenz war mal zu schauen, was gibt es derzeit und wie geht es in der Praxis. Also bei dieser Konferenz haben wir im Outdoor-Bereich erprobt, wie können Drohnen heute mit den heutigen Lösungsansätzen bekämpft werden. Und dazu sind echte Drohnen eingesetzt worden von erfahrenen Piloten. Und auf der anderen Seite haben renommierte Firmen ihre Systeme und das Militär seine Systeme aufgebaut und live getestet, was möglich ist. Abschließend dazu, Sie haben auch erwähnt, dass das natürlich auch für das Bundesheer im Auslandseinsatz immer mehr und mehr ein Thema wird. Gab es schon Zwischenfälle, wo das Bundesheer damit konfrontiert war? Das österreichische Bundesheer war bis dato nicht betroffen, ist aber in Krisenherden auf der ganzen Welt eingesetzt. Ich glaube, in 36 Ländern der Welt sind von Kleinsteinheiten eine Person, zwei Personen, Afghanistan, Mali, Libanon, Leute eingesetzt. Und dort auf den Schauplätzen sieht man natürlich schon Drohnen, die im Gefechtsfeld eingesetzt werden. Da müssen wir uns damit beschäftigen, wie können wir unsere Soldaten, die allfällig auch bedroht werden, dort bestmöglich schützen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn wir Leute in so Krisengebiete schicken, tun wir natürlich alles, um sie optimal vorzubereiten und optimal dort zu schützen. Beste Ausrüstung, beste Bewaffnung, beste Kommunikationsmöglichkeiten und neues Thema, Schutz vor Drohnen. Abschließend, was wünschen Sie sich respektive, was wird in den nächsten Jahren von der IKT-Konferenz zu erwarten sein? Ja, die nächste Konferenz findet in Fürstenfeld in der Steiermark am 1. und 2. Oktober 2019 statt. Wir werden versuchen, die Linie, die wir bisher gehalten haben, fortzuführen. Das heißt, der nächste Schritt ist jetzt
Nachbereitung der Konferenz. Circa 1000 Fragebögen sind zurückgekommen. Die schauen wir uns sehr genau an. Da erkennen wir, welcher Bedarf an Informationen ist gegeben, und daraus wird dann bis Mitte nächsten Jahres ein entsprechendes Programm entwickelt. Wir hoffen, dass also die Firmen, die Aussteller, die uns so großzügig auch unterstützen, die Treue halten und dass auch die Teilnehmer in großer Zahl kommen, weil das ist eine Bestätigung, dass der Weg richtig ist und kommt dem Ziel nahe, das ganz am Beginn für die Konferenz gesetzt wurde. Wir wollen das Wissen an die Leute heranbringen und wir wollen sie sensibilisieren, dass sie über die möglichen Risiken bewusster entscheiden. Herr Wurstunger, danke fürs Gespräch. Danke. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.